God created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look. Vor vielen, vielen Jahren im Lande Israel erwarteten die Menschen ein sehr wichtiges Ereignis. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Sie hatten von der alten Geschichte gehört, dass Gott ihnen eines Tages einen neuen König schicken würde. Einen König, der sie beschützen, ihnen Frieden und mehr Freiheit bringen sollte. Wann wird der neue König denn endlich kommen? Unsere Eltern, unsere Großeltern, ja bereits deren Eltern haben versprochen, er würde kommen. Ja, sie sagten, er würde kommen. Ja, aber wann? Selbst im Palast des Königs Herodes wartete das Volk. Schneller! Schneller! Los! Wann kommt der neue und bessere König denn endlich? Was war das? Nichts. Ich habe dir nicht erlaubt zu sprechen. Du wirst für die nächsten 30 Tage nur Wasser und Brot bekommen. Oh nein. Nein. 50 Tage. Oh. Altes, trockenes Brot. Und nur 4 Tropfen Wasser. Nein, besser nur 3 Tropfen Wasser am Tag. Was starrst du denn so? Und dann eines Tages in der Stadt Nazareth erhielt die junge Frau Maria überaus erstaunlichen Besuch, einen Engel. Wer bist du? Hab keine Angst, Maria. Ich bin der Engel Gabriel. Ich komme dir eine frohe Botschaft zu bringen. Eine Botschaft? Für mich? Gott hat dich auserwählt, aus all den Frauen der Welt die Mutter seines Sohnes zu werden. Gott hat mich auserwählt? Wie kann das sein? Für Gott ist alles möglich. Du wirst einen Sohn haben. Er wird der Sohn Gottes sein. Und du wirst das Kind Jesus nennen. Was auch immer Gott verlangt, ich werde es tun. Oh. Maria liebte einen Mann namens Josef. Eines Nachts erschien Josef im Traum ein Engel. Josef, Gott hat große, wunderbare Pläne für dich und Maria. Maria wird Gottes Sohn gebären. Er wird Gottes versprochener König sein. Gib ihm den Namen Jesus und achte gut auf Maria und den kleinen König, wenn er kommt. Maria. Meine Maria. Gott hat einen Engel gesandt, um mir von dem Kind zu berichten. Ich liebe dich, Maria. Ich liebe dich auch, Josef. Bald darauf heirateten Maria und Josef. Es war geradezu der Zeit, in der Augustus Cäsar, der Kaiser des gesamten Römischen Reiches, eine Volkszählung seiner Untertanen anordnete. 25, 26, 27... Es sind 692 Leute aus der Stadt Hebron und 839 aus der Stadt Jericho. Schreib es auf die Liste. 28, 29, 30. Ich werde müde. Schick Diener ins Land aus, um mein Volk zu zählen. Jedermann wurde aufgefordert, in seine Heimatstadt zu gehen, um sich zählen zu lassen. Josef musste Maria nach Bethlehem bringen, in seine Heimatstadt.
Bethlehem war sehr weit entfernt. Entschuldige, Hirte. Weißt du, wie weit es nach Bethlehem ist? Das ist eine weite Reise. 70 Meilen von hier aus. Keine Sorge, Maria. Aber nein, ich fühle mich sicher bei dir, Josef. Wie ihr seht, erwartete Maria die Ankunft ihres Kindes sehr bald. Vielen Dank, Hirte. Gott sei mit euch. Und auch mit dir. Während des Tages reisten sie viele Meilen weit. Wir haben schon über die halbe Wegstrecke. Ich bin sicher, wir sind bald da. Hier, Maria. Es ist erfrischend und kühl. Danke. Ich habe solchen Durst. In der Nacht schliefen sie unter freiem Himmel. Am nächsten Nachmittag sahen sie einen Wegweiser. Bethlehem war nur noch 3 Meilen entfernt. Wir sind fast da. Bald sind wir in einem gemütlichen Zimmer im Gasthaus. In dieser Nacht waren viele Reisende in Bethlehem. Wo bekomme ich eine Mahlzeit? Wo ist das Gasthaus? Wo gibt es einen guten Ort zum Übernachten? Guten Abend, werter Herr. Können Sie uns den Weg zum Gasthaus zeigen? Aber sicher. Warum nehmt ihr nicht die Abkürzung? Geht einfach um die Ecke, dann den steilen Hang hinauf, am Kornspeicher vorbei, dann rechts, dann links, dann 2-mal rechts und dann die 2. links. Dann, Moment, rechts, links, rechts, links und ihr seid da. Dankeschön. Aber gerne. Hä? Entschuldige, weißt du, wo das Gasthaus ist? Klar, es ist gleich am Ende der Straße. Tatsächlich? Das ist wunderbar. Dankeschön, meine Kleine. Gern geschehen. Gott sei mit euch. Und auch mit dir. Und auch mit dir. Es ist näher, als wir dachten. Oh, wir sind da. Ja? Hört auf zu drängeln. Ich möchte ein Zimmer für meine Frau und für mich. Das will jeder. Es sind jetzt schon so viele Menschen hier. Mein Mann sagt dauernd, ja, ja, ja. Heute Nacht müssen wir in der Küche schlafen. Aber wir sind seit Tagen unterwegs. Was geht denn hier vor? Sie wollen ein Zimmer, was sonst? Ach, es tut mir leid, wir haben wirklich keinen Platz mehr. Aber meine Frau ist sehr müde. Wir kommen von sehr weit her. Ja, viele Leute kommen von weit her. Und meine Frau erwartet ein Kind. Ich sage euch, was ich tun kann. Wir haben einen Stall draußen. Er ist voller Tiere, aber immerhin habt ihr ein Dach über dem Kopf. Es ist wärmer und sicherer, als draußen im Freien zu schlafen. Vielen Dank. Sie sind sehr freundlich. Kommt, ich zeige es euch. Ihr bekommt wichtige Gesellschaft. Ich hoffe, es wird bequem genug sein. Es ist das Beste, was ich tun kann. Vielen Dank. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Lass uns das Beste daraus machen. Während der Nacht geschah eine wunderbare Sache. Das Kind wurde geboren, Gottes kleiner Sohn. Wir nennen das Kind Jesus.
Maria und Josef liebten ihr kleines Baby wirklich sehr. Ich muss ihn einwickeln, damit er es warm und gemütlich hat. Die Futterkrippe des Ochsen. Jesus kann darin schlafen. Und so lag das Kind Jesus in der Krippe, umgeben von wärmender Liebe und dem Schutz Gottes, der nun bereit war, den Himmel verkünden zu lassen, dass das Kind geboren war. In dieser Nacht, gerade an der Stadtgrenze zu Bethlehem, hüteten einige Hirten ihre Schafe. Wie kannst du dein Schaf die ganze Nacht herumwandern lassen? Es sollte schlafen. Mein Schaf? Das ist doch deins. Du solltest es zum Schlafen bringen. Ich werde nicht dort hinübergehen. Achte du darauf. Nein, du. Nein, du. Schau, das ist doch keine große Sache. Du musst einfach nur nett zu ihm sein. Das ist alles. Was soll das heißen? Sag ihm einfach, es soll schlafen gehen. Hey, Schaf! Geh schlafen! Komm hier rüber, mein Junge. Zeit zum Schlafen. Komm her, hierher. Ich grüße euch. Habt keine Angst, ihr Hirten. Ich bringe euch eine wunderbare Botschaft. Heute Nacht ist eine wundersame Sache geschehen. Hier in Bethlehem wurde der Sohn Gottes geboren. Er ist Christus, der Herr. Der König Gottes ist gekommen. Sein Name ist Jesus. Und er schläft glücklich in einer Krippe. In einer Krippe? Geht und seht ihn an. Geht hin. Es ist die glücklichste Zeit der Welt. Ein König in einer Krippe? Hier in Bethlehem? Ich dachte immer, er wäre im Palast. Lass uns in die Stadt gehen und sehen, wovon der Engel gesprochen hat. Das habe ich doch gerade gesagt. Dann lass uns gehen. Da entlang. Hey, wo willst du denn hin? Geh zurück zu den anderen Schafen. Sagte ich nicht, geh zurück? Oh, alles klar. Aber benimm dich anständig. Schafe. Der Engel hatte recht. Schau. Er ist wirklich hier. Hallo zusammen. Was führt euch hierher? Wir kommen, das von Gott gesandte Kind zu sehen. Ein Engel ist gekommen und hat uns von ihm berichtet. Und dann kamen noch mehr Engel und sangen von Gottes Herrlichkeit und dem Frieden auf Erden. Der Engel sagte, es liege warm eingewickelt in einer Krippe. Genau wie dieses hier. Es ist wahr. Was der Engel sagte, ist wahr. Der Sohn Gottes, der König in der Krippe. marias Herz füllte sich mit Erstaunen, als die Hirten ihre Geschichte erzählten. Sie wusste, dass ihr neugeborenes Kind der Sohn Gottes war. In der Zwischenzeit, in fernen Ländern des Ostens, dem Morgenland, entdeckten weise Männer, die die Sterne studierten, etwas Neues am Himmel. Was ist denn hier los? Oh, ich bitte um Verzeihung. Aber nicht doch, es war eindeutig meine Schuld. Nein, es war meine Schuld, wirklich. Ich habe nicht auf den Weg geachtet. Ich habe einen Stern entdeckt. Genau wie ich. Was für ein Zufall, das habe ich auch. Ich studiere die Sterne. Genau wie ich. Und wie ich. Ich komme aus dem fernen Osten. Ich komme aus dem Nahen Osten. Ich komme aus dem Mittleren Osten. Wart ihr je im Hintersten Osten? Juhu, weise Männer. Hier unten.
Ihr Brüder wisst nicht rein zufällig, wo dieser enorm große Stern herkommt? Das haben wir uns gerade auch gefragt. Wir haben diesen Stern noch nie zuvor gesehen. Es ist ein völlig neuer Stern. Es sei denn? Es sei denn? Der Stern ist ein Zeichen Gottes. Natürlich! Oh, ein Zeichen von Gott. Das muss es sein. Der Stern ist ein Zeichen Gottes? Ja, ich verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Wovon sprecht ihr überhaupt? Verstehst du? Es wurde prophezeit, dass ein neuer, heller Stern die Geburt des neuen Königs verkünden würde. Tatsächlich? Und da ist er nun, der neue, helle Stern. Wunderschön. Weiter heißt es, wenn man dem Stern folgt, wird er einen zu dem neuen König führen. Oh, seht den Stern. Ein Zeichen Gottes. Der Stern ist ein Zeichen. Und werdet ihr ihm nun folgen? Selbstverständlich. Natürlich. Ohne Frage. Gonna follow that star as long as it takes, no matter how far, guiding us on to the child, the chosen one. Starlight, star bright, glimmer of hope, glorious sight, shine on, shine on. Into the night, lead us to our dream, the newborn King. Oh yeah. What will we see? A palace of gold, royalty. Maybe he'll shine just like the star. Westwärts, weise Männer, und bringt uns die Nachricht. So brachen die weisen Männer aus dem fernen Osten auf. Sie folgten dem Stern, ohne je den Blick von ihm zu wenden, ohne zu wissen, wohin er sie führen würde. Seht, der Stern steht über Israel. Wir sollten zum Palast des Königs nach Jerusalem gehen. Der neugeborene König muss dort sein. Bitte vergebt mir, Eure Majestät. Verzeiht, dass ich euch wecke, aber eine höchst ungewöhnliche Sache ist geschehen. Sag mir endlich, was passiert ist, und es ist besser etwas Gutes, sonst kommst du in den Kerker. Ja, selbstverständlich, Euer Majestät. Es ist so, es sind drei Weise aus dem Morgenland zu Besuch gekommen. Ja, ja, und weiter? Sie sagen, sie seien gekommen, den neuen König zu sehen. Dann schick sie herein. Sie kommen, den neugeborenen König zu sehen. Wovon reden die? Glauben Sie, ich sei erst gestern geboren worden? Vielleicht dachten Sie, es gäbe einen anderen König. Einen anderen König? Absurd. Lächerlich. Wie kann es einen anderen König geben?
Und wenn es jemanden gibt, der vorgibt, ein König zu sein, will ich wissen, wo er ist. Er wird es bereuen, das verspreche ich dir. Ja, Euer Majestät, selbstverständlich, Euer Majestät. Aber was soll ich den Weisen aus dem Morgenland sagen? Sag ihnen, sie haben sich verlaufen. Nein, wenn ich recht überlege, hol meine Ratgeber. Beeil dich! Die Ratgeber! Die Ratgeber! Kommt hierher! Ja, Eure Majestät? Was wisst ihr über den neugeborenen König? Oh, er wurde geboren? Wer wurde geboren? Der König! Ich bin der König! Wir meinen den anderen. Welchen anderen? Den, von dem ihr sprecht. Der, von dem ich spreche? Ich weiß nichts von einem König, auch wenn offensichtlich jeder sonst von ihm weiß. Warum wurde ich nicht unterrichtet? Wieso spricht niemand mit mir? Aber wir wussten nicht, dass er schon geboren wurde. Wer? Der neugeborene König. Nun gut, wenn ihr so schlau seid, wo ist dann dieser neugeborene König? Die alten Geschichten sagen, er würde in Bethlehem geboren. Das sagen die alten Geschichten also, ja? Das soll mir genügen. Schickt die drei Weisen sofort herein. Wer sagte, ihr sollt aufhören? Fächelt gefälligst weiter. Und der Rest geht zurück an die Achtwald. Eure Majestät, hier sind die Weisen aus dem Morgenland. König Herodes, wir sind gekommen, um den neuen König zu sehen. Und wo habt ihr von diesem König gehört? Wir haben Gottes Stern am Himmel gesehen. Ein Stern von Gott? Ein schöner Stern. Ein heller Stern. Ein Zeichen Gottes. Wir wussten, dass der Stern uns zu dem neugeborenen König führen würde. Wir wollen ihm die Ehre erweisen. Dieser neue König ist nicht hier. Wo ist er dann? Er ist in Bethlehem. Ich meine, ich bin nicht sicher. Ich meine, vielleicht solltet ihr ihn suchen gehen. Ja, seht meine Sorgen. Geht und sucht ihn. Und wenn ihr ihn findet, kommt und sagt mir, wo er ist. Ich möchte dem neuen König ebenfalls die Ehre erweisen. Genug jetzt. Genug jetzt! Dann verließen die Weisen den Palast. Sie sahen in den Himmel und erblickten den Stern von Neuem. Seht! Da ist er! Auf nach Bethlehem! Weisen folgten dem Stern bis hinein nach Bethlehem. Hier entlang! Kommt alle mit! Kommt und seht den neugeborenen König! Und dort, gleich über dem Stall, war der Stern. Die drei Weisen wussten, dass sie zum richtigen Ort geführt worden waren. Wir kommen aus fernen Ländern. Um den neugeborenen König zu feiern. Dürfen wir eintreten? Aber bitte. Wir wussten, dass das Kind geboren war. Wegen dem Stern. Wir sind ihm den ganzen Weg hierher gefolgt. Wir bringen Geschenke. Die drei Weisen gaben Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vielen Dank. Wir danken dir, dass wir dem König unsere Ehre erweisen durften. Wir danken Gott für seine große Weisheit. Er hat uns seinen Sohn gesandt. Oh. Oh. Der Herr sei gepriesen. Ein Hoch auf den neuen König. Die drei Weisen gingen niemals zurück zu König Herodes, um ihm die frohe Botschaft der Geburt des Jesuskindes zu überbringen. Jedermann freute sich, dass Gott seinen Sohn gesandt hatte, den neuen König der Welt. In der Stadt Bethanien wurde viel gefeiert.
Aber noch nicht alle hatten die wundervollen, wundersamen Neuigkeiten gehört. Entschuldigung, Verzeihung, was ist hier los? Hast du es nicht gehört? Ein guter Freund von uns ist gestorben. Tatsächlich? Warum sind dann alle so fröhlich? Weil er wieder auferstanden ist. Ah, das ist unmöglich. Das wäre ein Wunder. Ich glaube eher, dass mein Esel sprechen kann. Wer ist dieser Mann? Kein gewöhnlicher Mann, das ist sicher. Sein Name ist Jesus und er ist der Sohn Gottes. Wir verübeln dir nicht, dass du uns nicht glaubst. Wir würden genauso denken wie du, hätten wir Jesus und die Wunder, die er gewirkt hat, nicht selbst gesehen. Oh, entschuldige, ich bin Petrus. Und ich bin Andreas. Komm, setz dich zu uns. Andreas hat mir Jesus vorgestellt. Ich mochte ihn vom ersten Augenblick an. Petrus erzählte dem Reisenden, dass ein paar Tage nachdem er Jesus getroffen hatte, sie alle zu einer Hochzeit eingeladen worden waren. Auch Jesus' Mutter Maria war da gewesen. In der Mitte des Festes bemerkte der Bräutigam, dass der Wein beinahe aufgebraucht war. Ohne Wein hätten sie nichts mehr zu trinken gehabt. Und die Feier hätte ein frühes Ende gefunden. Sie haben keinen Wein. Kannst du ihnen irgendwie helfen? Aber dies ist nicht die Zeit, dass die Leute erfahren, wer ich bin. Nun gut. Tu, was immer er dir sagt. Gehe und fülle 6 leere Karaffen mit Wasser. Dann schenke allen Hochzeitsgästen dieses Wasser aus. Das ist unglaublich! Dies ist der beste Wein, den ich je getrunken habe. Hä? Der Bräutigam wusste nicht, woher der Wein stammte. Aber Andreas und Petrus wussten es. Das war Jesus' erstes Wunder. Das könnte ein Trick gewesen sein, meint ihr nicht? Nein, das war eindeutig kein Trick. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Und das war nur das erste seiner Wunder. Wie damals, als wir fischen waren. Petrus erzählte davon, wie Jesus eine große Gruppe Menschen vom Königreich Gottes lehrte. Hallo zusammen! Bitte, drängelt nicht! Kann ich zu euch kommen? Aber sicher! Lasst uns hinaus aufs Wasser fahren. Jesus stand am Ufer und sprach eine Weile zu der Menge. Dann sagte er: Petrus, segle hinaus in tieferes Wasser zum Fischen. Aber Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das mag sein. Aber nun werft eure Netze aus und lasst uns sehen, was ihr fangt. Ganz wie du meinst, Jesus. Unsere Netze werden zerreißen! Wir werden noch ein Boot brauchen! Das ist fantastisch! Wir haben so viele Fische! Wir werden sinken! Petrus, Andreas, hört nun auf zu fischen! Was? Kommt mit mir! Ich werde euch lehren, wie man Menschen fischt. So legten Petrus und Andreas ihre Arbeit nieder. Sie fischten nicht mehr, um bei Jesus sein und von ihm lernen zu können. Danach trafen sie Jakobus und Johannes, die auch mit Jesus kamen.
Sie wurden Jesus engste Freunde und folgten ihm, wo immer er hinging, um die Menschen zu unterrichten. Wir waren die ersten seiner Anhänger, seine Jünger. Das sind Jakobus und Johannes. Also war das Boot voller Fische ein weiteres Wunder. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht hatte Jesus ein Talent zum Fischen. Wisst ihr, ich bin selbst ein ganz guter Fischer. Oh, das war erst der Anfang. Es gab noch so viele weitere Wunder. Oh, das sind Philippus und Thomas. Es war zu der Zeit, als Jesus im Hause eines Freundes unterrichtete. Jakobus erzählte von dem Haus, das vor Menschen strotzte, die gekommen waren, um Jesus zu hören. Wir kommen nicht nah genug heran, um unserem kranken Freund zu helfen. Vielleicht gibt es noch einen Weg, hineinzukommen. Denkt daran, dass man mit dem Glauben alles bewirken kann. Was tun Sie da? Weg! Weg mit euch! Habt ihr verstanden? Nein, wartet! Seht ihr nicht, wie sehr sie sich bemüht haben, ihren kranken Freund ins Haus zu schaffen? Was passiert denn jetzt? Alle schlimmen Dinge, die du in deinem Leben begangen hast, zählen nicht mehr. Ich vergebe dir deine Sünden. Was? Jesus kann diesem Mann nicht vergeben! Jeder weiß, dass nur Gott den Bösen vergeben kann. Für wen hält er sich eigentlich? Das darf doch nicht wahr sein! Wenn ich sage, ich vergebe dir deine Sünden, gibt es keinen Weg zu beweisen, dass ich wirklich etwas getan habe. Wahr! Wahr! Aber ihr werdet meine Macht sehen, wenn ich den Körper dieses Mannes ebenfalls heile. Nun steh auf und geh nach Hause. Gepriesen sei Gott, dies ist wahrhaftig sein Sohn. Ja, ein Wunder! Oh, gepriesen sei Gott! Wenn Jesus einen Kranken heilen kann, dann ist es auch wahr, dass er Sünden vergeben kann. Seht, Jesus hat mich geheilt! Und der Mann und seine vier Freunde lachten vor Freude und sangen die ganze Zeit während ihres Heimweges. Das klingt wie ein Wunder. Aber vielleicht war der Mann nicht wirklich krank und hat Jesus nur hereingelegt. Was ist das? Jemand, der nicht an Jesus Wunder glaubt? Er denkt, es waren nur Tricks. Vor einer Minute sagtest du, du wärst ein recht guter Fischer. Einmal fing ich einen Fisch, der war so groß. Aber hast du schon mal einen Sturm beenden können? Das kann niemand. Es war zu der Zeit, als wir alle über einen See fuhren. Ich bin müde und will eine kleine Weile ruhen. Beruhige dich.
Habt ihr das gesehen? Petrus, warum hast du nicht mehr Vertrauen? Du hast keinen Grund, dich zu fürchten, wenn ich bei dir bin. Es ist ein Wunder. Sogar Wind und Wasser gehorchen ihm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich traue meinen Ohren kaum. Könnte ich solche Wunder nur mit eigenen Augen sehen? I've seen them with my eyes. I've seen my friend named Jesus turn water into wine. Seeing is believing, believe in what I see. When you look within your heart, you'll see what I mean. I can almost see the miracles right before my eyes. He fills the nets of fishermen, turns water into wine. He feeds the hungry, cures the lame, gives sight to the blind. When I look within my heart, miracles come alive. I believe in miracles. I believe in Jesus. I believe in miracles. The power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart when you believe in us. Say that miracles happen. I can almost toss my doubts far away. If only I had seen with my own eyes. Sometimes, my brother, you've got to have faith. There is a man in Israel, he's doing wondrous things. They say he is the Son of God. Jesus is his name. I believe in miracles. I believe in Jesus. I believe in miracles. The power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart when you believe. Dann erzählten die Jünger von dem Tag, an dem Jesus von zwei Blinden aufgehalten wurde. Jesus? Bitte, bitte heile uns. Glaubt ihr wirklich, ich kann euch wieder sehend machen? Oh ja, wir haben alles von dir gehört. Du bist der wahre Sohn Gottes. Wir wissen, dass du uns wieder sehend machen kannst. Dann kann, woran ihr glaubt, geschehen. Es wird geschehen. Haltet fest an eurem Glauben. Zuerst sahen wir nur Dunkelheit, aber jetzt können wir das Licht der Welt sehen. Welch ein Wunder das gewesen sein muss. Bitte, hört noch nicht auf. Die Jünger berichteten davon,
dass je mehr die Menschen über Jesus erfuhren, sie umso mehr nach seinen Lehren hungerten. Wie an dem Tag in Galiläa, als er zu einer Menge von 5000 Menschen sprach. Es war ein wunderschöner Tag. Beinahe wie ein großes Überraschungspicknick. Können jetzt nicht alle gehen, um sich etwas zu essen zu holen? Aber Petrus, ich will Ihnen noch so viele Dinge sagen. Philippus, wo können wir genügend Essen für all diese Menschen kaufen? Es würde den Lohn von 8 Monaten harter Arbeit kosten, das Essen einer solchen Menge zu bezahlen. Jesus, ich habe einen Jungen gefunden, der 5 Laibe Brot und 2 Fische hat. Der Junge gab Jesus freudig sein Essen. Nachdem er das Essen gesegnet hatte, gab Jesus es den Jüngern, um es zu verteilen. Es war nur ein klein wenig Nahrung, aber es füllte all ihre Körbe und füllte sie von Neuem. Und nachdem alle gegessen hatten, sammelten sie die Reste ein und stellten fest, dass noch immer genug da war, um alle Körbe zu füllen. Jesus hatte ein weiteres Wunder gewirkt. Aber der Tag war noch nicht vergangen. Gleich nach dem wunderbaren Picknick schickte Jesus seine Jünger wieder über den See. Seht nur, da! Was ist das? Was ist das? Ein Geist. Ein Wunder. Habt keine Angst. Ich komme euch zu helfen. Jesus, kann ich zu dir hinaus aus Wasser kommen? Komm nur, Petrus. Du meinst, ich kann dich nicht sehen. Ich kann nicht auf dem Wasser gehen. Hilf mir! Hilf mir! Jesus, hilf mir! Oh. Warum hast du an mir gezweifelt, Petrus? Oh, was für ein Wunder! Wahrlich, du bist der Sohn Gottes. Warum bist du untergegangen? Weil ich in diesem Moment mein Vertrauen verloren habe. Ich habe nicht völlig an Jesus und an seine Taten geglaubt. Aber er hat es mich gelehrt. Willkommen, Thaddäus. Oh, was für wunderbare Dinge geschehen können. Jesus muss wahrhaft der Sohn Gottes sein. Aber wir haben dir noch nicht von einem seiner größten Wunder erzählt. Jakobus erzählte von der Zeit, als Jesus wirklich schlimme Nachrichten von seinem Freund Lazarus gehört hatte. Lazarus ist gestorben. Oh, wie traurig. Das tut uns leid, Jesus. Aber nein, meine Freunde. Er ist tot, aber ich werde ihn ins Leben zurückholen. Wenn ich dies tue, wird es euch helfen, an mich zu glauben. Sie fanden Lazarus' Schwestern wartend vor der Grabhöhle. Jesus? Ich bin sicher, Lazarus wäre nicht gestorben, wärst du da gewesen. Martha, jeder, der an mich glaubt, wird wieder leben. Selbst wenn er gestorben ist. Glaubst du daran? Ja, denn ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dann entferne den Stein. Gott, möge nun jeder sehen, dass du mich geschickt hast, um das Leben zu bringen. Lazarus, komm heraus. Sohn Gottes.
Jesus muss Gottes Sohn sein. Dann erzählte Petrus dem Reisenden von Jesus' wichtigstem und erstaunlichstem Wunder. Es geschah 3 Tage nach seinem eigenen Tod. Es geschah an einem Sonntag, als Johannes und Petrus zum Grabe Jesu gingen. Aber er war fort. Jesus war auferstanden. Dann besuchte er seine Jünger. Zuerst sahen sie ihn unten beim Wasser. Was sollen wir nun tun? Wir sollten wieder Fischer werden. Was sollen wir sonst tun? Das Meer ist völlig leer. Ja, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Hallo. Habt ihr etwas gefangen? Nicht einen einzigen. Versucht es erneut. Aber was sagt ihr das denn? Was ist das? Werft euer Netz zur rechten Seite aus dem Boot. Hey, seht! Es ist Jesus! Schnell, rudern wir ans Ufer! Macht nur weiter, ich kann nicht warten! Guten Morgen, Petrus. Rufe die anderen. Wir essen Fisch zum Frühstück. Insgesamt war Jesus nun 40 Tage bei uns. Und sprach zu uns von Gottes Königreich. Oh, wie wundervoll. Ich wünschte nur, dass ich die Möglichkeit hätte. Petrus, da bist du ja. Hallo. Willkommen. Ich gebe euch meinen Segen. Und nun ist es Zeit für mich, in den Himmel zurückzukehren, damit ich bei meinem Vater sein kann. Nun geht hinaus in die Welt und berichtet allen, die ihr trefft, von mir. Vergesst nicht, ich werde durch den Heiligen Geist immer bei euch sein. Wir müssen jetzt gehen, mein Freund. Ich und die anderen gehen nach Jerusalem, um unsere Arbeit aufzunehmen. Nämlich anderen, genau wie dir, von Jesus zu berichten. Erinnere dich an alles, was wir dir heute erzählt haben. Und glaube an die Wunder Jesu. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. In der Stadt Bethanien wurde viel gefeiert. Aber noch nicht alle hatten die wundervollen, wundersamen Neuigkeiten gehört. Entschuldigung, Verzeihung, was ist hier los? Hast du es nicht gehört? Ein guter Freund von uns ist gestorben. Tatsächlich? Warum sind dann alle so fröhlich? Weil er wieder auferstanden ist. Ah, das ist unmöglich. Das wäre ein Wunder. Ich glaube eher, dass mein Esel sprechen kann. Wer ist dieser Mann? Kein gewöhnlicher Mann, das ist sicher. Sein Name ist Jesus und er ist der Sohn Gottes. Wir verübeln dir nicht, dass du uns nicht glaubst. Wir würden genauso denken wie du, hätten wir Jesus und die Wunder, die er gewirkt hat, nicht selbst gesehen. Oh, entschuldige, ich bin Petrus. Und ich bin Andreas. Komm, setz dich zu uns. Andreas hat mir Jesus vorgestellt. Ich mochte ihn vom ersten Augenblick an. Petrus erzählte dem Reisenden, dass ein paar Tage nachdem er Jesus getroffen hatte, sie alle zu einer Hochzeit eingeladen worden waren. Auch Jesus' Mutter Maria war da gewesen. In der Mitte des Festes bemerkte der Bräutigam, dass der Wein beinahe aufgebraucht war.
Ohne Wein hätten sie nichts mehr zu trinken gehabt. Und die Feier hätte ein frühes Ende gefunden. Sie haben keinen Wein. Kannst du ihnen irgendwie helfen? Aber dies ist nicht die Zeit, dass die Leute erfahren, wer ich bin. Nun gut. Tu, was immer er dir sagt. Gehe und fülle 6 leere Karaffen mit Wasser. Dann schenke allen Hochzeitsgästen dieses Wasser aus. Das ist unglaublich! Dies ist der beste Wein, den ich je getrunken habe. Hä? Der Bräutigam wusste nicht, woher der Wein stammte. Aber Andreas und Petrus wussten es. Das war Jesus' erstes Wunder. Das könnte ein Trick gewesen sein, meint ihr nicht? Nein, das war eindeutig kein Trick. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Und das war nur das erste seiner Wunder. Wie damals, als wir fischen waren. Petrus erzählte davon, wie Jesus eine große Gruppe Menschen vom Königreich Gottes lehrte. Hallo zusammen! Bitte, drängelt nicht! Kann ich zu euch kommen? Aber sicher! Lasst uns hinaus aufs Wasser fahren. Jesus stand am Ufer und sprach eine Weile zu der Menge. Dann sagte er: Petrus, segle hinaus in tieferes Wasser zum Fischen. Aber Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das mag sein. Aber nun werft eure Netze aus und lasst uns sehen, was ihr fangt. Ganz wie du meinst, Jesus. Unsere Netze werden zerreißen! Wir werden noch ein Boot brauchen! Das ist fantastisch! Wir haben so viele Fische! Wir werden sinken! Petrus, Andreas, hört nun auf zu fischen! Was? Kommt mit mir! Ich werde euch lehren, wie man Menschen fischt. So legten Petrus und Andreas ihre Arbeit nieder. Sie fischten nicht mehr, um bei Jesus sein und von ihm lernen zu können. Danach trafen sie Jakobus und Johannes, die auch mit Jesus kamen. Sie wurden Jesus engste Freunde und folgten ihm, wo immer er hinging, um die Menschen zu unterrichten. Wir waren die ersten seiner Anhänger, seine Jünger. Das sind Jakobus und Johannes. Also war das Boot voller Fische ein weiteres Wunder. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht hatte Jesus ein Talent zum Fischen. Wisst ihr, ich bin selbst ein ganz guter Fischer. Oh, das war erst der Anfang. Es gab noch so viele weitere Wunder. Oh, das sind Philippus und Thomas. Es war zu der Zeit, als Jesus im Hause eines Freundes unterrichtete. Jakobus erzählte von dem Haus, das vor Menschen strotzte, die gekommen waren, um Jesus zu hören. Wir kommen nicht nah genug heran, um unserem kranken Freund zu helfen. Vielleicht gibt es noch einen Weg, hineinzukommen. Denkt daran, dass man mit dem Glauben alles bewirken kann. Was tun Sie da? Weg! Weg mit euch! Habt ihr verstanden? Nein, wartet!
Seht ihr nicht, wie sehr sie sich bemüht haben, ihren kranken Freund ins Haus zu schaffen? Was passiert denn jetzt? Alle schlimmen Dinge, die du in deinem Leben begangen hast, zählen nicht mehr. Ich vergebe dir deine Sünden. Was? Jesus kann diesem Mann nicht vergeben! Jeder weiß, dass nur Gott den Bösen vergeben kann. Für wen hält er sich eigentlich? Das darf doch nicht wahr sein! Wenn ich sage, ich vergebe dir deine Sünden, gibt es keinen Weg zu beweisen, dass ich wirklich etwas getan habe. Wahr! Wahr! Aber ihr werdet meine Macht sehen, wenn ich den Körper dieses Mannes ebenfalls heile. Nun steh auf und geh nach Hause. Gepriesen sei Gott, dies ist wahrhaftig sein Sohn. Ja, ein Wunder! Oh, gepriesen sei Gott! Wenn Jesus einen Kranken heilen kann, dann ist es auch wahr, dass er Sünden vergeben kann. Seht, Jesus hat mich geheilt! Und der Mann und seine vier Freunde lachten vor Freude und sangen die ganze Zeit während ihres Heimweges. Das klingt wie ein Wunder. Aber vielleicht war der Mann nicht wirklich krank und hat Jesus nur hereingelegt. Was ist das? Jemand, der nicht an Jesus Wunder glaubt? Er denkt, es waren nur Tricks. Vor einer Minute sagtest du, du wärst ein recht guter Fischer. Einmal fing ich einen Fisch, der war so groß. Aber hast du schon mal einen Sturm beenden können? Das kann niemand. Es war zu der Zeit, als wir alle über einen See fuhren. Ich bin müde und will eine kleine Weile ruhen. Petrus, warum hast du nicht mehr Vertrauen? Du hast keinen Grund, dich zu fürchten, wenn ich bei dir bin. Es ist ein Wunder. Sogar Wind und Wasser gehorchen ihm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich traue meinen Ohren kaum. Könnte ich solche Wunder nur mit eigenen Augen sehen? I've seen them with my eyes. I've seen my friend named Jesus turn water into wine. Seeing is believing, believing what I see. When you look within your heart, you'll see what I mean. I can almost see the miracles right before my eyes. He fills the nets of fishermen, turns water into wine. He feeds the hungry, cures the lame, gives sight to the blind. When I look within my heart, miracles come alive. I believe in miracles. I believe in Jesus. I
believe in miracles. The power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart. When you believe in a miracle, hold it in your heart. I can almost say that miracles happen. I can almost toss my doubts far away. If only I had seen with my own eyes. Sometimes, my brother, you've got to have faith. There is a man in Israel, he's doing wondrous things. They say he is the Son of God, Jesus is his name. I believe in miracles, I believe in Jesus. I believe in miracles, the power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart. When you believe in a miracle, hold it in your heart. I believe in miracles, I believe in Jesus. I believe in miracles, the power of God is with us. Dann erzählten die Jünger von dem Tag, an dem Jesus von zwei Blinden aufgehalten wurde. Jesus? Bitte, bitte heile uns. Glaubt ihr wirklich, ich kann euch wieder sehend machen? Oh ja, wir haben alles von dir gehört. Du bist der wahre Sohn Gottes. Wir wissen, dass du uns wieder sehend machen kannst. Dann kann, woran ihr glaubt, geschehen. Es wird geschehen. Haltet fest an eurem Glauben. Zuerst sahen wir nur Dunkelheit, aber jetzt können wir das Licht der Welt sehen. Welch ein Wunder das gewesen sein muss. Bitte, hört noch nicht auf. Die Jünger berichteten davon, dass je mehr die Menschen über Jesus erfuhren, sie umso mehr nach seinen Lehren hungerten. Wie an dem Tag in Galiläa, als er zu einer Menge von 5000 Menschen sprach. Es war ein wunderschöner Tag. Beinahe wie ein großes Überraschungspicknick. Können jetzt nicht alle gehen, um sich etwas zu essen zu holen? Aber Petrus, ich will Ihnen noch so viele Dinge sagen. Philippus, wo können wir genügend Essen für all diese Menschen kaufen? Es würde den Lohn von 8 Monaten harter Arbeit kosten, das Essen einer solchen Menge zu bezahlen. Jesus, ich habe einen Jungen gefunden, der 5 Laibe Brot und 2 Fische hat. Der Junge gab Jesus freudig sein Essen. Nachdem er das Essen gesegnet hatte, gab Jesus es den Jüngern, um es zu verteilen. Es war nur ein klein wenig Nahrung, aber es füllte all ihre Körbe und füllte sie von Neuem. Und nachdem alle gegessen hatten, sammelten sie die Reste ein und stellten fest, dass noch immer genug da war, um alle Körbe zu füllen. Jesus hatte ein weiteres Wunder gewirkt. Aber der Tag war noch nicht vergangen. Gleich nach dem wunderbaren Picknick schickte Jesus seine Jünger wieder über den See.
Seht nur, da! Was ist das? Was ist das? Ein Geist. Ein Wunder. Habt keine Angst. Ich komme euch zu helfen. Jesus, kann ich zu dir hinaus aufs Wasser kommen? Komm nur, Petrus. Ich kann nicht auf dem Wasser gehen. Hilf mir! Hilf mir! Jesus, hilf mir! Oh. Warum hast du an mir gezweifelt, Petrus? Wahrlich, du bist der Sohn Gottes. Warum bist du untergegangen? Weil ich in diesem Moment mein Vertrauen verloren habe. Ich habe nicht völlig an Jesus und an seine Taten geglaubt. Aber er hat es mich gelehrt. Willkommen, Thaddäus. Oh, was für wunderbare Dinge geschehen können. Jesus muss wahrhaft der Sohn Gottes sein. Aber wir haben dir noch nicht von einem seiner größten Wunder erzählt. Jakobus erzählte von der Zeit, als Jesus wirklich schlimme Nachrichten von seinem Freund Lazarus gehört hatte. Lazarus ist gestorben. Oh, wie traurig. Das tut uns leid, Jesus. Aber nein, meine Freunde. Er ist tot, aber ich werde ihn ins Leben zurückholen. Wenn ich dies tue, wird es euch helfen, an mich zu glauben. Sie fanden Lazarus' Schwestern wartend vor der Grabhöhle. Jesus? Ich bin sicher, Lazarus wäre nicht gestorben, wärst du da gewesen. Martha, jeder, der an mich glaubt, wird wieder leben. Selbst wenn er gestorben ist. Glaubst du daran? Ja. Denn ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dann entferne den Stein. Gott, möge nun jeder sehen, dass du mich geschickt hast, um das Leben zu bringen. Lazarus, komm heraus. Jesus muss Gottes Sohn sein. Dann erzählte Petrus dem Reisenden von Jesus' wichtigstem und erstaunlichstem Wunder. Es geschah 3 Tage nach seinem eigenen Tod. Es geschah an einem Sonntag, als Johannes und Petrus zum Grabe Jesu gingen. Aber er war fort. Jesus war auferstanden. Dann besuchte er seine Jünger. Zuerst sahen sie ihn unten beim Wasser. Was sollen wir nun tun? Wir sollten wieder Fischer werden. Was sollen wir sonst tun? Das Meer ist völlig leer. Ja, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Hallo. Habt ihr etwas gefangen? Nicht einen einzigen. Versucht es erneut. Aber was sagt ihr das denn? Was ist doch nicht? Werft euer Netz zur rechten Seite aus dem Boot. Hey, seht! Es ist Jesus! Schnell, rudern wir ans Ufer! Macht nur weiter, ich kann nicht warten! Guten Morgen, Petrus. Rufe die anderen. Wir essen Fisch zum Frühstück. Insgesamt war Jesus nun 40 Tage bei uns. Und sprach zu uns von Gottes Königreich.
Oh, wie wundervoll. Ich wünschte nur, dass ich die Möglichkeit hätte. Petrus, da bist du ja. Hallo. Hallo. Willkommen. Ich gebe euch meinen Segen. Und nun ist es Zeit für mich, in den Himmel zurückzukehren, damit ich bei meinem Vater sein kann. Nun geht hinaus in die Welt und berichtet allen, die ihr trefft, von mir. Vergesst nicht, ich werde durch den Heiligen Geist immer bei euch sein. Wir müssen jetzt gehen, mein Freund. Ich und die anderen gehen nach Jerusalem, um unsere Arbeit aufzunehmen. Nämlich anderen, genau wie dir, von Jesus zu berichten. Erinnere dich an alles, was wir dir heute erzählt haben. Und glaube an die Wunder Jesu. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Vor langer Zeit verbreitete sich die Nachricht um einen wunderbaren Lehrer in Jerusalem. Es war Jesus, der Sohn Gottes. Er half Menschen, die krank waren. Er ermutigte Menschen, die alleine waren. Er beantwortete ihre Fragen und berichtete ihnen von Gott. Jesus reiste von Ort zu Ort. Und wo immer er hinkam, wollten die Menschen hören, was er zu berichten hatte. Wisst ihr, die Engel der Kinder sind Gott im Himmel immer besonders nahe. Bitte, berühre mein Baby. Bete für mein Kind. Nein, geht fort. Einer von Jesus' Jüngern war verärgert. Seht ihr nicht, dass Jesus zu beschäftigt ist, um seine Zeit mit Kindern zu verschwenden? Wartet. Meines Vaters Königreich gründet sich auf Menschen, die vertrauen und lieben, wie die Kinder es tun. Für Gott ist jedes Kind ein ganz besonderer Schatz. Als mein Jünger müsstest du wissen, dass ich mich niemals von Kindern abwenden könnte. Es tut mir leid, Jesus. Hier. Bitte, komm zurück. Es war mein Fehler. Jesus wird eure Kinder segnen. Jesus war niemals zu beschäftigt, für wen auch immer, ob jung oder alt, krank oder gesund. Lehrer! Wenn du wirklich alle Antworten kennst, sag mir, wie kann ich in den Himmel kommen? Du hast Gottes Gesetze studiert.
Was glaubst du selbst? Nun, es besagt, ich soll Gott von ganzem Herzen, Geist und mit aller Kraft lieben. Und ich soll meine Nächsten und alle Menschen so lieben wie mich selbst. Das ist richtig. Aber warte, ich verstehe alles bis auf den letzten Teil. Wer sind meine Nächsten und wie kann ich andere lieben? Was gibst du mir zur Antwort, Jesus? Die Geschichte eines jungen Mannes. Er verließ Jerusalem und machte sich auf den Weg nach Jericho. Der junge Mann achtete sorgsam auf sein Geld, wie sein Vater es ihm immer gesagt hatte. Und dann trat er die Reise an. Guten Morgen. Auf seinem Weg grüßte der Mann andere Reisende, unter ihnen auch einen Priester aus dem Tempel. Habt eine gute Reise. Das wünsche ich dir auch. Als er seine Reise fortsetzte, traf er einen weiteren Reisenden, einen Leviten. Leviten halfen den Priestern im Tempel. Danke, hab Dank, mein Freund. Und eine gute Reise. Danke, du auch. Mit der Zeit sah der Reisende immer weniger und weniger Menschen auf der Straße. Ich bin also nicht alleine. Was für ein schöner Vogel. So einen Vogel habe ich schon mal gesehen. Oh, Papa! Können wir die Vögel ansehen? Das tun wir doch immer, Sohn. Oh, Papa, liebst du die Vögel nicht auch so sehr? Lieb die Vögel. Liebe die Vögel. Nun komm, deine Mutter hat uns Mandeln fürs Abendessen kaufen geschickt. Sie leben von uns aus die Straße hinunter, nicht wahr? Ja, sie sind unsere Nachbarn. Es sind gute Leute. Schau! Wer ist dieser Mann? Er? Er ist nicht aus Jerusalem. Er stammt aus Samaria. Das ist ein Samariter? Bleib hier, Junge. Samariter sind nicht wie unsere Nachbarn. Sie sind unsere Feinde und verdienen kein Vertrauen. Der Junge war gelehrt worden, alle Fremden zu fürchten. Denk immer daran, hüte dich vor den Samaritern. Hüte dich vor den Samaritern. Der Reisende war völlig allein auf der Straße, als ein Fremder auftauchte. Er hatte Angst, denn sein Vater hatte ihn immer ermahnt, Menschen von fremden Orten nicht zu trauen. Aber der Fremde tat ihm nichts zuleide. Hallo, kleiner Freund. Hier ist etwas Süßes für dich. Oh, entschuldigt, ich habe euch nicht gesehen. Einen guten Tag, Fremder. Wie geht es dir? Hallo. Kommt ihr aus Jerusalem? Ach,
Das ist eine Erleichterung. Es ist gut, so weit von zu Hause Nachbarn zu begegnen. Au, du hast einen festen Händedruck, Freund. Ach, das war doch noch gar nichts. Schnappt ihn! Was macht ihr denn? Hört bitte auf! Nein, halt, bitte! Warum tut ihr das? Wir sind Nachbarn! Jetzt gib uns all dein Geld, Nachbar! Verschwinden wir von hier! Die Diebe nahmen das Geld und den Schmuck des Reisenden und beinahe auch sein Leben. Hörte seine Hilferufe. So versuchte er, zurück zur Straße zu kriechen. Oh, ich weiß, du würdest mir helfen, wenn du könntest, kleiner Freund. Der arme Reisende lag stundenlang im Graben. Kommt jemand? So ein Glück. Es ist der Priester. Er hilft mir. Aber ich bin so müde. Der Reisende brauchte Hilfe, aber er war zu schwach zum Rufen. Was ist das? Oh, du meine Güte! Jemand sollte dem armen Mann helfen! Der Priester ging auf der anderen Straßenseite an dem Reisenden vorbei. Priester, wo ist er hin? Bitte. Wie der Priester zuvor ritt der Levit auf der anderen Straßenseite weiter. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Musik
Kann mir nicht irgendjemand helfen? Am späten Nachmittag war der arme Reisende sehr schwach geworden. Hallo, kleiner Freund. Ich fürchte, ich werde die Nacht nicht überstehen. Sag mir, Gott, wo sind meine Nächsten jetzt, da ich sie brauche? Bei Sonnenuntergang kam ein weiterer Reisender die Straße hinunter. Da kommt jemand. Oh nein! Ausgerechnet, wo ich so dringend Hilfe brauche, kommt ein Samariter des Weges. Vielleicht hat er mich nicht gesehen. Wer ist da? Oh nein! Was ist dir geschehen? Ach, was auch immer, du brauchst Hilfe. Ich bin gleich zurück. Er kommt nicht zurück. Das ist Medizin für deine Schnitte und Kratzer. Das sollte helfen. Ich verstehe das nicht. Ich werde dich für die Nacht an einen sicheren Ort bringen. Aber wieso? Du bist ein Samariter. Ah, dann hast du mein Volk bereits kennengelernt. Reisende, die vorbeigingen, trauten ihren Augen nicht. Ein Samariter half einem Israeliten. Sprich nicht. Spare deine Kraft für die bevorstehende Reise. Ich hoffe, es tut nicht allzu sehr weh. Der Samariter führte seinen Esel zu einem kleinen Gasthof. Hatte er einen Unfall? Geht es ihm gut? Nein, wir müssen ihn hineinbringen. Ja, sicher. Der Mann, er lebt. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Aber wer ist da bei ihm? Hey, es ist ein Samariter. Aber kein Samariter würde einem Israeliten helfen. Oder doch? Nun ruh dich aus. Die ganze Nacht hindurch kümmerte sich der Samariter um den verletzten Mann. Wer sieht
sieht schon viel besser aus. Ich muss meine Reise heute fortsetzen. Nimm dieses Geld und bezahle damit alles, was er braucht, bis ich wieder zurück bin. Wenn ich zurückkomme, bezahle ich dich für alle anderen Ausgaben. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich sehe dich in einigen Tagen. Ich fragte Gott, wo meine Nächsten waren, als ich sie brauchte. Er hat mir die Antwort gegeben. Und der Samariter tat, wie er versprochen hatte. Ein paar Tage später brachte er den Reisenden zurück nach Jerusalem. Who's my neighbor? You are my neighbor, I can clearly see. That a neighbor is a friend reaching out to me. Who's my neighbor? You are my neighbor. Now we both agree that a neighbor is a friend helping friends in need. Look for a neighbor, he will be the one always standing by your side when the day is done. Look for a neighbor, he will be the one always standing by your side when the day is done. Who's my neighbor? You are my neighbor. Hand in hand we go, hand in hand we go, helping strangers we may meet along the winding road. Who's my neighbor? You are my neighbor. I can clearly see that a neighbor is a friend reaching out to me. When you look with your heart instead of your eyes, the neighbor you find will be a big surprise. Look for a neighbor. He will be Sag mir, wer war des Reisenden Nächster? Der Priester? Der Levit? Oder der Samariter? Oh, das ist einfach. Derjenige, der für ihn gesorgt hat. So wie wir alle es tun sollen. Anderen Freundlichkeit zeigen. Liebe nicht nur deine Familie und deine Freunde. Liebe alle Menschen, besonders jene in Not. Lebe dein Leben wie der barmherzige Samariter. Das werde ich. Lass mich dir helfen, junger Nächster. Die Geschichte, die Jesus an diesem Tag erzählt hatte, verbreitete sich in die Welt. Und heute wird ein Mensch, der anderen in der Not hilft, barmherziger Samariter genannt.
Vor langer Zeit bereiste Jesus das Land und lehrte die Menschen, gut zueinander zu sein und Gott zu lieben. Viele Menschen hörten ihm zu und lernten aus seinen Geschichten. Aber einige verstanden ihn nicht und hatten Fragen. Hey, ich hab da noch Jesus, eine Frage. Ich hätte eine Geschichte. Auch noch eine Frage. Wie hast du das gemeint? Was tust du, Jesus? Du sitzt bei Sündern. Wie kannst du ein Lehrer sein, von Gott gesandt, wenn du zu Steuereintreibern sprichst? Diese Männer nehmen unser Geld und geben es dem Kaiser. Wir haben gehört, du isst sogar mit diesen Männern. Sie haben Gott den Rücken gekehrt. Ich bin sicher, Gott will nichts mit ihnen zu tun haben. Warum du? Alle Menschen sind etwas Besonderes für Gott. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Hirte mit 100 Schafen. Aber er verlor eines von ihnen. Jesus erzählte davon, dass der Hirte alle seine Schafe sicher wissen wollte. Er suchte und suchte. Bis er es fand. Der Hirte veranstaltete eine große Feier, weil er das verlorene Schaf wiedergefunden hatte. Aber Jesus, der Hirte hat nur seine Arbeit gemacht. Es herrscht mehr Freude im Himmel über einen, der verloren ging und wiedergefunden wird, der sein Leben für Gott verändert, als über 99 Menschen, die sich nicht ändern müssen. Jesus erzählte ihnen von einer Frau, die 10 Silbermünzen hatte, aber eine davon verlor sie. Als die Frau merkte, dass sie die eine Münze verloren hatte, war sie sehr ärgerlich. Sie verbrachte die ganze Nacht damit, nach der verlorenen Münze zu suchen. Ihre Freunde zu einer Feier ein, weil sie gefunden hatte, was ihr abhanden gekommen war. Und so fühlt Gott es mit den Menschen. Im Himmel singen die Engel, wann immer eine Person sagt, er oder sie glaubt an Gott und will ein besseres Leben führen. Aber Jesus, in deinen Geschichten haben der Hirte und die Frau sehr wertvolle Dinge verloren. Und alle Sünder, besonders Steuereintreiber, sind wertlose, schlechte Menschen. Hört eine weitere Geschichte. Eine Geschichte von Vergebung und Liebe. Es war einmal ein Mann, der sowohl ein wohlhabender Bauer als auch ein liebender Vater war. Oh. Oh. Oh.
Der Vater versuchte den Söhnen beizubringen, wie man sich um seine Sachen kümmert. Dankeschön, Ruben. Aber wo ist dein Bruder? Ach, Benjamin. Obgleich seine Söhne sehr unterschiedlich waren, liebte er jeden von ihnen genauso sehr wie den anderen. Der Vater hoffte, sie würden zu hart arbeitenden Bauern heranwachsen. Aber als der jüngere Sohn älter wurde, träumte er von fernen Orten. Er wollte nicht auf seines Vaters Hof bleiben. Der Sohn beschloss, sein Zuhause gleich am folgenden Tag zu verlassen. Vater, letzte Nacht hatte ich einen wunderbaren Traum. Tatsächlich? Was für eine Art? Ich ritt das beste Pferd der ganzen Stadt. Oh, es ist schön, eine Stadt zu besuchen, aber... Alle sahen mich an, weil ich gut aussah, klug und reich war. Ja, das alles bist du. Vater, das Leben auf dem Hof ist gut für dich. Du bist ein Bauer, aber es ist nichts für mich. Es gibt so vieles, was ich tun will. Und Orte, die ich sehen will. Oh, du willst uns wirklich verlassen? Ja. Du hast meinem Bruder und mir immer ein Erbe versprochen. Geld für uns. Aber das ist für deine Zukunft. Oh, bitte, Vater. Ich möchte mein Geld jetzt haben. Ich will noch heute in die Welt hinausgehen. Aber der Vater wollte nicht, dass sein Sohn ging. Es versetzte ihm einen harten Schlag. Ich danke dir, Vater. Ich bin reich. Hey, das ist nicht fair. Benjamin kann nicht das Geld nehmen und einfach so gehen. Wenn es das ist, was er will, soll er es tun. Sorge dich nicht um den Hof, Vater. Ruben wird hier sein. Aber ich sorge mich um dich. Ich werde dich vermissen, mein Sohn. Es wird mir gut gehen. Ich werde die Welt erkunden. Winke deinem Bruder zum Abschied, Ruben. Der Vater konnte nur hoffen, er würde seinen Sohn eines Tages wiedersehen. Ach, keine schmutzigen Hände mehr, keine Rückenschmerzen und keine Arbeit mehr. Ist das nicht herrlich? Eine milde Gabe. Der Sohn war das erste Mal draußen in der Welt und er wollte alles kaufen, was er sah. Meinst du, jetzt fehlt nur noch
dass man mich auf einem prächtigen Pferd reiten sieht. »37, 38, 39, 40.« »Sie haben das beste Pferd in meinem Stall gekauft.« »Nun, ich verdiene auch das Beste, wissen Sie?« »Brauchen Sie Ihr Maultier noch?« »Nein. Es erinnert mich an den Hof meines Vaters.« Ach. »Keins meiner Pferde ist 40 Münzen wert. Mensch, dieses Maultier ist das Doppelte wert.« »Diesen Narren interessiert es nicht, wie er sein Geld los wird.« »Da sehe ich noch etwas zum Kaufen.« »Ah, der Preis interessiert mich nicht.« »Ah, ich will, dass man mich heute durch die Stadt reiten sieht.« »Pferdchen!« Vater, ich habe all unsere Tiere aufgelistet. Oh, danke, Ruben, das war viel Arbeit. Ach, ich habe gerade an deinen Bruder gedacht. Sicher vermisst du ihn genauso wie ich. Der Sohn gab immer noch Geld aus. Er hatte seine Lektion noch nicht gelernt. Es tut mir leid, aber Sie müssen gehen. Es warten Kunden auf mich. Oh, ich bitte um Verzeihung, Sir. Wie wär's mit einem großen, weichen Kissen? Der Junge dachte noch immer nur an sich selbst. Meine Damen und Herren, zur Erheiterung während des Essens, Bera und sein lustiger Affe. Ich muss diesen lustigen Affen haben. Entschuldigung, Sir, aber Sie sind seit einer Woche hier. Bezahlen Sie Ihre Rechnung? Oh, Sie wollen also Geld. Oh, oh. Raus! Raus aus meinem Wirtshaus! Oh. Das behalte ich für die Rechnung! Nun war Benjamin alleine und sehr hungrig. Was mache ich jetzt bloß? Zum ersten Mal in seinem Leben musste der Sohn um Essen betteln. Nein, kein gratis Essen. Der Junge war so hungrig, er musste Arbeit finden, egal welche. Aber die einzige Arbeit, die er finden konnte, war die schlimmstmögliche. Also sowas. Ihr fresst wirklich wie die, Schweine.
habe solchen Hunger. Danke, kleines Schwein. Ich habe mich so närrisch benommen. Ein Schweinestall ist schön, wenn man ein Schwein ist. Aber es ist nichts für mich. Auf dem Hof meines Vaters hat jeder, sogar die Aushilfen, einen Platz zum Schlafen und genug zu essen. Das ist es. Ich werde heimgehen. Vater wird mich nicht mehr zum Sohn haben wollen. Nicht so, wie ich ihn behandelt habe. Aber alles ist besser als das hier. Hey, vielleicht gibt er mir Arbeit auf dem Hof. So etwas wird mir garantiert niemals wieder passieren. So beschloss der Sohn, nach Hause zu gehen und hoffte, sein Vater würde ihn nicht fortschicken. Gott sei Dank, er ist zurück. Sir, Ihr Sohn kommt nach Hause. Benjamin, mein Sohn ist zurück. Mein Bruder ist zurück. Ah, das war keine gute Idee. Mein Vater wird sicher nicht mal mit mir reden wollen. Oh oh, zu spät. Ob er sehr wütend auf mich ist? Vater, es tut mir alles so leid und ich will dich nur um Arbeit auf dem Feld bitten. Man sollte mich nicht einmal mehr deinen Sohn nennen. Willkommen, oh willkommen daheim. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Was? Lasst uns alle feiern. Vater, ich verstehe dich nicht. Sorgt für Essen, reichlich Essen und holt Musikanten her. Mein Sohn ist wieder heimgekehrt. Aber der ältere Bruder war eifersüchtig auf Benjamin. Ah, geh mir aus dem Weg! Sag mir, hängt das Schild richtig? Nein, es ist falsch. Es ist alles völlig falsch. Der Vater hieß seinen verlorenen Sohn zu Hause willkommen. Hey, willkommen! Hey! Und dem Sohn wurde klar, wie sehr sein Vater ihn liebte. Money, lost my way, left my house when I had it made. Just a slave to a broken heart till I found my father's open arms. Feels so good to be home again. No more roaming the world like the wind. I won't go back to where I've been. Feels so good to be home again. So good to be home again. My boy is back, yes it's true. Set the table, prepare the food. Watch me dance, lest this day. So good to know he's home to stay. My lost son is home again. No more roaming the world like the wind. I don't care where he's been. My lost son is here again. My lost son is home again. I never thought my father would welcome back a boy like me.
Now I can hardly believe the celebration feast. My lost son is home again. No more roaming the world like the wind. I don't care where he's been. My lost son is home again. Feels so good to be home again. No more roaming the world like the wind. I won't go back to where I've been. Feels so good to be home again. My lost son is home again. Wo ist Ruben? Wir können nicht ohne ihn feiern. Du versäumst Benjamins Feier. Ich hab keine Lust. Es ist nicht fair. Vater, ich bin zu Hause geblieben und habe dir geholfen, aber für mich hast du nie ein Fest gegeben. Aber sobald mein fauler Bruder wieder heimspaziert, bekommt er eine Feier. Mein Sohn, wann immer du ein Fest willst, wirst du es bekommen. Hä? Ich liebe dich von ganzem Herzen, aber heute ist ein besonderer Tag. Dein Bruder ist wieder zurück. Wie der Baum, den wir gepflanzt haben, als ihr beide klein wart. Im Winter ist er kahl und leer, man könnte meinen, er sei tot. Aber im Frühling erwacht er zu neuem Leben. Ich bin glücklich, denn ich hielt meinen Sohn für tot. Doch er lebt. Und jetzt ist er wieder sicher bei uns. Los, komm und feiere mit mir. Hilfe! Ruben! Ich war ein gedankenloser Bruder. Kannst du mir jemals vergeben? Willkommen zu Hause, Bruder. Der Vater ist wie Gott. Er ist voller Freude und Vergebung, wenn sich jemand entschließt, ihm zu folgen. Was auch immer wir getan haben, wer auch immer wir sind, Gott wird uns immer lieben. Das überzeugt uns nicht. Gott vergibt auch den Pharisäern. Alle anderen hörten aufmerksam zu, als Jesus noch mehr Geschichten erzählte, und sie lernten, wie wertvoll jedes Kind, jeder Mann und jede Frau für Gott ist. Vor langer Zeit im fernen Jerusalem kam ein ganz besonderer Besucher in die Stadt. Sein Name war Jesus. Er erreichte die Stadt an einem wunderschönen Sonntag im Frühling. Was ist denn los? Wo gehen denn alle hin? Habt ihr es nicht gehört? Er ist es! Er ist hier! Er ist endlich hier! Oh, wer? Wer ist hier? Der König! Kommt schon! Der König? Komm, gehen wir! Da ist er! Da ist Jesus! Wo? Doch nicht der auf dem Esel, oder? Der König? Auf einem Esel? Er sollte auf einem goldenen Wagen fahren, der von prächtigen Rössern gezogen wird. Seid ihr sicher, dass er ein König ist? Er sieht so gewöhnlich aus, wie einer von uns. Er sieht vielleicht gewöhnlich aus, aber hast du gehört, was er getan hat?
Er hat ganz erstaunliche Dinge vollbracht, um den Menschen zu helfen. Selbst wenn Jesus sehr beschäftigt ist, nimmt er sich die Zeit, die Kinder zu segnen. Da war ein Bettler, der Zeit seines Lebens blind war. Jesus berührte ihn und wisst ihr, was geschehen ist? Der Blinde konnte wieder sehen. Und das ist noch nicht alles. Ich hörte, Jesus ging zu einer Hochzeit und sie hatten nicht genug Wein. Also nahm er Fässer voll Wasser und hat es in Wein verwandelt. Wasser in Wein? Das ist doch gar nichts. Ich hörte, er kann auf dem Wasser gehen. Oh, unglaublich. Was für ein Wunder. Ein echtes Wunder. Macht Platz! Ich glaube, er kommt. Macht Platz! Oh. Oh, komm, Eselchen. Du bist ein guter Esel. Komm schon. Oh. Guter Gedanke, Andreas. Wo möchtest du hingehen, Jesus? Gehen wir zum Tempel. Ich freue mich, zur Gebetsstätte meines Vaters zurückzukehren. Auf zum Tempel. Kommt mit. Hier entlang. Es war ein anstrengender Morgen. Der Tempel wird ruhig und friedvoll sein. Oh, es ist gut, es ist gut. Es wird niemanden stören. Bringt den Esel ruhig mit in den Tempel. Du sagtest, dies sei ein Ort der Verehrung. Je mehr Geld ihr hier lasst, desto größer der Segen. Dies sollte ein Haus der Verehrung sein, nicht des Geldscheffels. Seht, hier geht es zu wie auf einem Basar. 15, gib mir 15. Das ist das letzte Wort. Verschwindet hier. Sofort. Kommt, wir gehen. Nicht alle waren erfreut, Jesus zu sehen. Einige Priester des Tempels waren sehr eifersüchtig, weil alle Menschen Jesus mehr mochten als sie. Sie glaubten nicht, dass er der König war. Du erzählst uns immer von diesem wunderbaren Ort namens Himmel. Aber wie können wir dorthin gelangen? Vertraut auf Gott und auf mich. Liebt Gott von ganzem Herzen. Und liebt eure Nächsten wie euch selbst. Vergebt den Menschen ihre Fehler. Gebt den Hungrigen zu essen. Und den Durstigen zu trinken. Wenn jemand Hilfe braucht, hört ihr bitte auf zu drängeln? Wir wollen alle hören, was Jesus zu sagen hat. Ist schon gut, Petrus. Jemand hat mich berührt. Wer war das? Hier sind so viele Leute. Ich weiß es nicht. Wer war es? Wer hat mich berührt? Ich war es. Ich bin seit vielen Jahren krank. Ich wollte dich berühren, um gesund zu werden. Nun bist du gesund und kannst in Frieden gehen. Ich danke dir. Indem ihr mich beobachtet und zuhört, was ich sage, lernt ihr das Himmelreich zu erschließen. Liebt einander, ob arm oder reich. Aber am meisten will ich, dass ihr lernt, eure Feinde zu lieben. Judas, einer von Jesus' Jüngern, war verwirrt. Er folgte Jesus schon lange Zeit, aber er verstand immer noch nicht, wie er jedermann lieben sollte. Er war auch deshalb verwirrt, weil er gern Geld hatte und immer mehr haben wollte. Oh, ich weiß, ich habe es hier verloren. Verzeihung, ich habe Geld verloren. Hast du meine Münze gesehen? Steht etwa dein Name darauf? Eines Tages entschied sich Judas, etwas sehr Schlimmes zu tun. Wollt ihr wissen, wo ihr Jesus finden könnt? Ja. Wer bist du? Ich bin einer seiner Jünger, Judas. Ich kann euch zu ihm führen. Für seinen Preis.
Ja, führe uns zu ihm. Er verursacht nur Schwierigkeiten. Das Volk mag ihn mehr als uns. Wir müssen ihn aufhalten. Was bekomme ich, wenn ich euch sage, wo er ist? Wie ist das? 30 Silberstücke. Keine Sorge, niemand wird erfahren, was du getan hast. Also gut, wir sind im Geschäft. Oh. Ich komme bald zurück und führe euch zu Jesus. An diesem Abend lud Jesus seine engsten Anhänger, die Jünger, zu einem besonderen Abendmahl. Hallo, willkommen Petrus und Andreas. Willkommen Jakobus, Johannes, Philippus und Bartholomäus. Hallo Thomas, Matthäus und Jakobus. Schön euch zu sehen, Thaddäus, Simon und Judas. Was für ein langer, heißer Tag. Ich bin müde. Ich auch. Und meine Füße sind schmutzig von den staubigen Straßen. Ich würde wirklich gern ein Bad nehmen. Ich weiß. Lasst uns einen Diener holen, der uns die Füße wäscht. Gute Idee. Jesus, kennst du einen Diener, der sich um uns kümmern kann? Aber sicher. Oh. Hey, was tust du da? Ich wasche deine Füße. Hochheben bitte. Aber ich wollte nicht, dass du das tust. Ich wollte einen Diener dafür. Du bist so wichtig, so machtvoll. Du darfst nicht vor mir knien und meine Füße waschen. Bitte, Petrus, es ist gut. Ich möchte das tun. Und mir auch? Dir auch. Darf ich? Und so war Jesus selbst ihnen zu Diensten, ihr Herr und Lehrer, und wusch ihnen allen die Füße, bis sie völlig sauber waren. Obgleich ich euer Herr bin, bin ich auch euer Diener. Ich will auf euch achten. Und ich will, dass ihr auch auf andere achtet. Nun hört mir zu. Ich habe euch etwas sehr Wichtiges zu sagen. Einer von euch wird mir etwas Schlimmes antun. Einer von euch wird meine Liebe und mein Vertrauen verraten. Wer? Wer ist es? Könnte ich es sein? Oder ich? Das verstehe ich nicht. Könnte ich? Vielleicht ich oder du oder... Fahre fort, Judas. Tu, was du im Begriff bist zu tun. Zuerst will ich danken. Wir danken dir, Gott und Vater, dass du uns Brot zu essen und Wein zu trinken gegeben hast. Wann immer ihr dieses Brot esst und diesen Wein trinkt, möchte ich, dass ihr euch meiner erinnert. Die Jünger verstanden noch nicht, was Jesus sagte und warum Judas fortgelaufen war. Sie waren verwirrt. Aber sie hörten weiter zu. Dies ist das letzte Abendmahl, das ich mit euch teilen werde. Ich werde bald gehen müssen, aber habt keine Sorge. Wir sehen einander wieder. Ich verspreche es. Und ihr sollt euch daran erinnern, einander so zu lieben, wie ich euch liebe. Aber wir wollen nicht, dass du fortgehst. Wir wollen, dass du bei uns bleibst. Für immer. Musst du wirklich gehen? Ja. Aber denkt immer daran. Ich werde zurückkehren. Bald sind wir wieder vereint. Will dir jemand etwas antun? Wenn ja, dann helfen wir dir, nicht wahr? Meine lieben Freunde, heute Nacht werdet ihr euch fürchten, aber es wird alles gut werden. Aber nun will ich hinausgehen und beten. Möchte mich jemand begleiten? Ich will. Ich auch. Ich auch. Du kannst auf mich zählen, Jesus. Ich bin an deiner Seite. Also gut, dann folgt mir. Und so führte Jesus 11 seiner Jünger hinaus. Es war eine schöne, sternenklare Nacht. Sie gingen und gingen, bis sie zu einem Berg, dem Ölberg, kamen. Es war spät und die Jünger wurden müde. Ich möchte einige Minuten alleine sein.
Ihr wartet hier und passt auf, nicht wahr? Natürlich tun wir das. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Ja, das ist wahr. Du kannst auf uns zählen. Bin ich müde. Ich auch. Ich weiß. Lasst uns gegen den Baum gelehnt ein wenig ruhen. Lieber Vater, ich weiß, du liebst und du behütest mich. Aber manchmal habe ich Angst vor dem, was geschehen wird. Bitte hilf mir, stark zu sein für das, was ich für dich tun soll. Hab Dank. Amen. Aber unterdessen in der Stadt Jerusalem. Wo ist er denn nun? Folgt mir. Petrus, Johannes, wo seid ihr alle? Sie schlafen. Was? Oh, du bist es. Wo bin ich? Was ist denn los? Ist schon gut. Zeit aufzuwachen. Ha? Was geht hier vor? Hallo, Jesus. Kommt, wir müssen ihn beschützen. Es ist gut. Ich muss gehen. Lass dein Schwert stecken. Dies ist mein Auftrag von Gott. Die Soldaten, die Jesus fortbrachten, befolgten den Befehl des Pontius Pilatus und behandelten Jesus wie einen Gesetzesbrecher. All dies geschah, weil einige Menschen nicht glaubten, dass er Gottes Sohn war. Und so geschah es, dass Jesus am Kreuze starb, einen Dieb zu jeder Seite. Die Jünger waren sehr, sehr traurig. Sie hatten ihren Herrn verloren, aber bald sollten sie eine große Überraschung erleben. Einige der Jünger nahmen Jesus' Leichnam, um ihn zu versorgen. Sie brachten ihn in eine Höhle, um ihn zu bestatten, wie es in diesen Tagen üblich war. Dann rollten sie einen großen Felsen vor den Eingang der Höhle, damit niemand sonst hineingelangen konnte. Und zum Schluss stellten sie noch Wachen vor der Höhle auf. Zwei volle Tage und Nächte vergingen. Und dann, am dritten Morgen... Hörst du das auch? Ja, was ist das? Hey, was geht denn hier vor? Wieso bewegt sich dieser Stein ganz von alleine? Schau! Zu diesem Zeitpunkt waren einige Freunde von Jesus auf dem Weg, die Höhle zu besuchen. Wir haben alles, was wir brauchen, oder? Duftöle, Gewürze. Ich denke schon. Jetzt müssen wir nur noch mit den Wachen sprechen. Ich hoffe, sie werden uns nicht aufhalten. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Warum laufen Sie denn weg? Wundere dich nicht. Jesus ist nicht hier.
Er ist vom Tode auferstanden. Er ist wieder am Leben. Geh und bring deinen Freunden die frohe Botschaft. Jesus lebt! Wir müssen es den anderen sagen. Oh, welch frohe Botschaft! Petrus, Johannes, Engel! Es ist unglaublich! Er lebt! Jesus ist wieder am Leben. Ein Engel ist erschienen und hat mir die frohe Nachricht gebracht. Ich kann es nicht glauben! Was für ein Wunder! Unfassbar! Vom Tode auferstanden! Preiset den Herrn! Das muss ich selbst sehen! Schön, dich zu sehen. Ich habe großartige Neuigkeiten. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Ich weiß, dass du sehr getrauert hast, Maria. Du solltest dich ausruhen. Nein, wirklich. Alles, was ich sage, ist wahr. Danke für die Nachricht. Das ist wirklich großartig. Warum gehst du jetzt nicht nach Hause? Glaub mir, es ist wahr. Oh, Thomas, wir sehen uns später. Das müsste ich schon mit eigenen Augen sehen, um es glauben zu können. Aber es wäre großartig, in dieses Haus zu gehen und das geliebte Gesicht meines Lehrers wiederzusehen. Ich sehe es beinahe vor mir. Wie Jesus hier stünde und mich anlächelte. Jesus? Jesus! Bist du es? Nun, da Jesus tot ist, können wir ebenso gut fischen. Ist das Netz fertig? Aha. Komm, Johannes. In Ordnung. Und eins und zwei und drei. Also gut. Holen wir es wieder ein. Ah! Zieht! 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 Oh nein, nicht schon wieder. Wir haben nicht das Geringste gefangen. Versuchen wir es einfach nochmal. Und eins und zwei
und... Seht, wer ist das da drüben? Werft euer Netz auf die andere Seite des Bootes. Was soll das jetzt bedeuten? Außerdem haben wir das schon versucht. Das haben wir schon versucht! Versucht es noch einmal! Warum sollten nur auf der anderen Seite des Bootes Fische sein? Nun, ich denke, ein Versuch schadet nichts. Kommt! Eins, zwei, drei! Oh! Wow! Ja, zieht! Zieht! Seht euch nur all die Fische an! Seht euch das an! Aber wie kann das sein? Woher wusste er das? Wer ist der Mann? Es ist wie ein Wunder. Ein Wunder? Jesus? Er ist es! Was für ein Wunder! Er ist es! Jesus! Schnell alle zusammen, schnell! Holt die Netze ein und lasst uns rudern. Du bist zurück. Ich kann es kaum glauben, du bist zurück. Ja, Petrus, aber nur für eine Weile. Denn ich werde bald wieder zu meinem Vater im Himmel zurückkehren. Du verlässt uns wieder? Du bist gerade erst zurück. Wir wollen, dass du bleibst. Seid nicht traurig. Ihr solltet euch freuen. Seid fröhlich. Fröhlich? Wie können wir fröhlich sein, wenn du uns wieder verlassen wirst? Weil ich gestorben bin, um die Sünden der Menschen auf mich zu nehmen. Du meinst, du bist für uns gestorben? Aber weshalb? Weil ich euch alle liebe. Was sollen wir für dich tun? Gott möchte, dass ihr bei allem, was ihr tut, bei ihm seid. Und das seid ihr, indem ihr alle Menschen liebt, so wie ich euch liebe. Ich bereite euch einen Platz im Himmel. Berichtet allen Menschen von mir und meinen Lehren. Und vergesst niemals, dass ich immer bei euch bin. Wir werden dich niemals vergessen. Wir werden aller Welt von deiner Liebe berichten. Und die Jünger vergaßen niemals. Sie reisten durch Dörfer und Städte in vielen Teilen der Welt und berichteten den Menschen von Jesus und den großartigen Dingen, die er vollbracht hatte.